Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Payday. Wir versuchen uns heute an dem Bankraubjob, und zwar Silent. Und mit dabei der Lukas, der Jan und der Marcel und ich. Guten Tag. Hey. Was mir aufgefallen ist? Was denn? Es sind alles irgendwie neue Folgen. Ich weiß gar nicht, wo das kommt. Ja, es ist immer eine neue Folge. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Immer wieder eine weitere, eine neue. Oh. Yashi? Klasse. Ja? Hast du einen ECM-Störsender? Nein. Kann ich noch nicht. Hast du Munition? Ja. Immer das heißt, wir haben nur einen. Okay, das heißt, ihr müsst am besten hinten den Alarmknopf auf jeden Fall von den Zivilisten fernhalten. Den Alarmknopf können wir ja, den können wir ja so weg. Yoshi, hast du eine Pistole mit einem Schalldämpfer? Hat die nicht? Ach scheiße, die muss ich noch umstellen. Wollte ich noch umgestellt haben. Ja, mein Kurz. Das Gewehr kannst du so lassen. Ja, ich habe extra, hab extra das Gewehr genommen, weil es nicht so auffällig ist. Eben, das ist eine super Sache. So, Crew Setup. So. Oh, im Schlagring. Oh. Hab ich aber auch. Jetzt kommt. Warte. Wo haben wir das? Welches Messer nehmen wir? Iron Fist. Das hier? Ja, du hast DLC, ich weiß. Oder das hier? Oder das? Ich nehme das. Na komm, Lukas, wir nehmen das gleiche. Das kurze. Ich finde das cool. Oh, das ist auch geil. Oh ja. Das Brotmesser. Ja, ich nehme das hier, das sieht cooler aus. So. Okay. Ganz langsam und ruhig angehen lassen, das Ding. Ich will los. Und das Schöne ist, dass wir die nicht ganz so lange unter Kontrohle halten müssen, da ich das Yoshi inzwischen endlich mal Bora verbessern kann. Oh yeah. Aber ihr wisst schon, ne, dass sobald wir entdeckt werden, das Ding gelaufen ist, ne? Ja, wie gesagt, zum Glück ja, spielen wir das Ganze. Ich lasse auch so, die Maske. Mit wem gehe ich wohin? Du kannst erstmal hinten rechts auf jeden Fall gehen. Ich gehe links nämlich links rum nicht ducken, da müsstest du die Maske vorziehen. Lukas, du okay, gehst sofort rein, war das, ne? Du gehst vorne rein. Vorne aber. Ich gehe mit Marcel hinten rum rein, war das, ne? Und Jan macht das. Ihr wisst, wo der Alarmknopf hinten rum ist. Marcel, weißt du's? Ja. Gut. Fängt ja gut an. Fangen wir hier hinter zwischen die Autos hier oder so. Ja, aber ganz hinten in der Ecke oder sowas. Ja, Yoshi, bleib erstmal nicht. Aber erstmal so wie du bist. Dann komm. Ich hab den gerade. Hier ist ein Telefon, da geht keiner ran. Ich weiß nicht, ist ziemlich unruhig. What? Achso, ist immer. Ah, ich hasse das, wenn die Ausrufezeichen noch da bleiben. Ja, ne? Das ist, okay, aber wir haben. Wie immer Alarmknöpfe unter dem Tresen. Alter, sind das. Okay, die Kameras sind so lala, weil hinten in dem Raum. Ich keine einzige Kamera. Hast du den Job mal auf Todesus gespielt? Draußen ist eine Kamera, die vor der Eingangstür steht. Da sind die Kameras nicht zu zerstören, das ist Hammer. Ja. Also hier vorne steht eine Wache, die geht jetzt von dem Geldauto, genau die. Ich habe ein paar schon markiert. Das Problem ist, in dem Büroraum hinten selber ist keine Kamera. Also zumindest. Ja, Marcel, ich folge dir mal. Da steht zwar in der Ecke, aber da ist keiner drin. Im Büroraum und der Director eine Kamera ist auch oben, anders. Das ist schon mal you. Genau. Ist mit, ist schön. Wow. Wer wurde da gesehen? Ach, Lukas. Ich von irgendeiner Kamera, aber ich weiß noch nicht, wo sie die hängt hier außen. Die Außenkamera ist. Das Problem ist, in dem vorne in dem Raum, Lukas, wenn du reinstürmst, ist oben rechts eine. Hast du die mal gesehen? Der Sicherheitsraum. Ja, die kann ich als erstes erschießen und dann rein. Genau, weil ich muss auf meinem Weg drei Kameras ausschalten. Eine, die eine vor der Tür, die eine, wenn ich rauskomme, direkt. Vorsicht, ja. Ja, alles gut. Wenn ich reinkomme, ist direkt eine noch links. Denkt dran, auch ihr habt Bodybags. Machst du? Gut. Ja. Achso, ich sollte da mal Maske aufziehen, ne? Nein. Wenn wir alle gleichzeitig stürmen müssen. Nein. Okay, das war gar nicht schlecht. Und zwar machst du das jetzt so, Marcel, du legst den Thermalbohrer oben ab und packst den ein. Schau mal. Ja, ja. Yoshi, so wie du bist, kannst du mich noch rumlaufen, ohne dass du. Erschießen. Ich komme euch mal zur Hilfe, ne? Oh Gott, ja. Ja, ich kann mich eintüten. Ich kann, ja, da musst du dran. Ich beantworte den Peter noch. Ja, oh, und ich guck mir das Ganze hier von vorne an. Ja, ist auch mal schön, ne? Ich sehe nur, wie hier. So. Okay, zwei Wachen mit aus dem Verkehr genommen.
Ich gehe nochmal in die Kamera, gucken, Enter. Wie viele noch verbleiben. So, dann haben wir das schon mal. Vergessen wir nicht. Jetzt, wenn der eine zu viele hier ab. Auch von der Seite angreifen. Da könnt ihr nämlich eine Kamera erschießen sofort. Du darfst kein Glas kaputt machen, ne? Das weißt du. Dann gibt's Alarm. Mhm. Dann können vor allen Dingen, dann hast du halt eine Chance, dass irgendein Zivilist in der Umgebung wegen zerbrochenem Glas die Scheibe ruft, die Polizei ruft. Die Scheibe ruft, ja. Soweit ich das richtig sehe, haben wir nur zwei weitere Wachen noch. Und ich weiß nicht, was mit der Außenkamera hier ist. Das, die gefällt mir nämlich gar nicht. Welche? Hier außen ist ja eine Kamera dran. Ich weiß. Die sieht aber nichts. Meine Güte, du hast aber auch was zu tun da, Marcel, ne? Das ist ja unglaublich. Mhm. Ich höre dich immer wieder nur ganz hart aufatmen. Ja, fesseln und am besten wegbewegen. Obwohl, ja. ist nicht viel mit. Hast du den Typen? Ja. Achtung, Jörg. Hast du die Sicherheitskarte von dem? Oder hat er die nicht dabei? Nee, der hat die nicht dabei. Ich nehme die mal mit, ne? Mhm. Ach, diese scheiß Passant hier draußen, ey. Hallo, Lukas. Gibt's eigentlich noch Leute, Hallo. Die 3 oder 4 Pager beantworten können? Wir können alle 4 Pager beantworten. Alle 4 Pager beantworten. Okay. Aber halt nur noch 4 maximal. Der buggt. Na super. Okay, dann leg dich hier hin. Alles klar. Wir können immer noch 4 maximal beantworten. War immer? Okay, dann ist er. Ja, ich weiß, Zielerinnerung, aber. Wir versuchen das lieber mit viel Verstand. Also Jan, du kommst jetzt Zeit. Von links dann, ne? Ja, aber ich brauche viel mehr Vorbereitungszeit als ihr, weil ich muss die Kamera draußen auf jeden Fall ausschalten. Und ich muss dann noch die Tür öffnen und dann die Kamera innen ausschalten, bevor wir zugreifen können. Am liebsten hätte ich aber noch ein paar Wachen raus vorher. Das wird nicht gehen. Ja, vielleicht geht ja noch alle nach hinten rein. Also was wäre es, dass Yoshi zum Beispiel dass ja warte mal. Soll ich zu den Tresen? Nee, müssen die sowieso erschießen. Also wenn ich nach links zu den Tresen gehe, geht Yoshi rein nach rechts und erschießt die Wachen. Nee, du gehst nicht zum Tresen, ich gehe doch hinten rum an den Tresen ran. Okay, wo gehe ich dann her? Du gehst einfach nur in den Vorderraum, weil ich die durch die Du wolltest die ganzen Leute da direkt runterschreien, die da sind. Ja, dann musst du aber trotzdem, da musst ja dann. Ich komm mit dir vorne, ich komm mit dir vorne rein, Lukas, und. Und du musst nach rechts und dann die Wachen erschießen. Ich mach die Wachen dann. Hoffentlich schaffe ich das. Dann teilst du dir das mit Marcel. Dann muss einer von euch, du gehst am besten rechts rum um die Burg. Ja, gehst du schon mal zu Marcel, bitte. Marcel, weil du hast noch ein Bodybag und der braucht dich dann. Wenn hintenrum die Tür ist übrigens offen inzwischen. Aufpassen. Da ist gerade eine Wache. Bleib erstmal draußen, ich sag dir Bescheid. Kamera draußen kannst. Bei mir am Eingang kannst ausgeschaltet. Jetzt hier hinten rein? Ja. Dann ist noch ein Zivi. Hallo. Lukas, von dir aus gesehen. Zurück, geh hoch. Lukas, bei dir. Wenn du vorne reinguckst. Dann muss ich jetzt Maske aufziehen, ne? Damit wir ihn wegschaffen können. Ist der Weg von der Seite hinter den Tresen offen? Power eben. So. Habt ihr noch einen Zivi da oben? Ja, der ist auf. Die Tür ist auf. Rein und, ja, ob du die erschießen willst, aber. Mal gucken, ne? Okay. Also am besten. Jetzt, wie viele Sachen sind denn jetzt noch über? Ich hab 2. Okay. Heißt jeder, also Lukas hat noch und Jan hat noch. Du hast noch und Yoshi hat auch noch. Ja, viele Wachen sind das aber nicht mehr. Eine wahrscheinlich. Ne, eine wahrscheinlich noch, ja. Geh nochmal an die Kameras. Ich sehe hier hinten im Büro gar keine. Von draußen. Nicht? Vielleicht haben wir sie auch alle schon. Das wäre natürlich, mehr natürlich genial. Ja, aber 3 wären aber schon ziemlich wenig Wachen. Ich meine, dann wäre noch mindestens eine. Ja, ich guck gerade. Hier vorne steht nur so ein Typi und der flirtet mit der Frau an dem Automat. Also, wenn du im Bürogebäude keine gesehen hast, ne? Was ihr müsst ja trotzdem die Blumen interessieren. Klar, da ist noch einer im Security-Raum, ne? Ja, aber der kriegt ja erstmal nichts mit. Richtig. Aber bis sonst sind alle weg, glaube ich. Also den Security-Raum sollten wir auch erstmal nicht aufmachen, ne? Weil wenn der. Wobei die Frage ist, ob die Kameras denn die gleichen Timeouts haben. Die gleichen Timeouts. Wahrscheinlich schon, ne? Der interagiert nicht mit den Kameras, ne? Nee, der steht da nur drin.
Außerdem habe ich hier draußen schon eine ausgeschaltet, dem wird das im Normalfall auffallen, wenn es so realistisch wäre. Da hätten wir schon ein Problem. Okay, dann machen wir Folgendes. Dann sollte aber vielleicht einer von den beiden Typen da hinten, oder ihr stürmt einfach zusammen in den Büro. Ihr solltet übrigens am besten ohne den Thermalbohrer auf dem Rücken stürmen, damit ihr schneller seid. Ja. Ihr wisst, dass wenn ihr reinkommt an der Tür, normalerweise da irgendwo direkt der Alarmschalter ist. Ne? Ich kann noch mal gucken, ob ich ihn sehe vielleicht. Lieber einen Zivilisten erschießen, als dass der drückt. Wo ist der Knopf? Meist hinter... Rechts neben der Tür. Rechts hinter der Tür. Boah, Lukas, mach die Dinger nicht. Ich hab deswegen gerade aufgehört zu knacken. Ah, mach eine Ruhe. Sofort Reflex, direkt umgedreht. Also einen Alarmknopf sehe ich von euch aus links neben der... Die Kamera. Links neben der Tür nicht, also rechts neben der Tür könnte sein. Jan. So. Ja, das ist alles nur, damit ich sehe, wo die ist. So. Ist im Büroteil, ist da irgendwo eine Kamera? Büro? Euch? Ja. In dem Großraumbüro müsste eine sein, oder? Ich habe keine Kamera zur Verfindung da gehabt. Ich habe nur die zwei im Eingangsbereich, eine hinter dem Tresen. Und was heißt, Lukas, du musst ausschalten, während ich den Tresen schütze. Im Großraum sehe ich keinen, aber wenn ihr reinkommt, guckt einer von euch mal links oben in der Ecke. Wobei, keine Aufmerksamkeit, da ist keiner. Yoshi? Ja. Ist einfach keiner. Du kümmerst dich darum, dass niemand an den Alarmknopf kommt. Ich kümmere mich dann um eventuelle Kameras. Oh, okay. Also Lukas, du musst die Kamera ausschalten. Alarmknopf war wo jetzt nochmal genau? Boah, ich neben der Tür. Ich gehe Haupttür oder was? Ich schalte die CVs hinter dem Tresen schalte ich aus. Ich gehe rechts neben der Haupttür oder was? Wenn wir hier unten reingehen, rechts daneben. Also direkt dann, wo wir stehen, dann quasi. Genau. Jeder CV, der in eure Richtung rennt, der wird einfach umgeblasen. Aber wir müssen gucken, dass die haben manchmal bei sich einen Computer auch noch welche, meine ich. Sie können vor allen Dingen mit ihrem Handy die Polizei rufen. Ihr müsst sofort jeden einzelnen fesseln. Die Horn habe ich frei. Ich ziehe mir schon mal die Maske auf und nehme die automatische Waffe dann, ne? Jo. Alle rettig? Ja, Marcel noch nicht. Alles gut. Lukas Kreis, ey. So. Ich warte noch. Alle fertig jetzt? Der Marcel möchte noch nicht. Marcel? Möchte nicht. Marcel, bist du online? So, jetzt bin ich wieder da. Ich hatte gerade gedacht, dass ich kurz AFK bin. Okay. Oh. Leute, denkt dran, Zugriff. Sobald wir die Geiseln alle gefesselt haben, werden die gemoved, ja? Ja. Und zwar am besten in das Büro-Office. In den Kopierraum. Oder in den Kopierraum von mir aus auch. Aufpassen. Okay. Lukas. Schalte direkt zwei Kameras aus und dann wird hinter dem Tresen aufgeräumt. Also wenn du mir sagst Zugriff, dann dann geht's los, ja. Einen Moment. Du musst als erstes die Kamera ausschalten, ne? Ja, ich guck, dass ich sofort auf die Kamera gehe. So. Ich bin gerade so ein bisschen aufgeräumt. Oh. Rein. Nein. Stopp, Marcel! Alter! Leute, alles gut, das ist doch einfach nur ein Typ, der hier auf der Straße steht. Ich hab doch nicht gesagt, dass ihr rein sollt. Lukas, wie wär's, wenn du den movest? Den hab ich erstmal gefesselt. Dann move ich den zu dir. Warte, so, das machen wir jetzt mit Ruhe. Vorsicht, das sieht einer dich, Lukas. Da ist noch einer! Ja, ich seh's. Kannst du ihn erschießen? Ich kann den anderen erschießen. Ja, erschießt ihn. Erschießen! Nein, ich... Stop it! Don't kill him! Du hättest ihn auch fesseln können und mitnehmen können. Du musst den ja sowieso wegbaggen. Ja, klar muss ich den wegbaggen und... Dann ist es mir wert. Wir müssen sowieso schon genug Geisel erschießen. Jetzt komm doch mit, du Vollidiot! Was knallst du denn da auf den Asphalt? Ich hab das Tor aufgemacht an der Seite, hast du gemerkt, ne? Ja, das ist gut. Generell praktisch. Denk dran, Zivis, die so liegen, dass sie nicht zu gesehen werden, kann auch da bleiben. Brauchst du ja nicht eintüten. Hierhin? Hallo? Hast du sie nicht mehr alle?
Das ist schon so ein bisschen witzig, dir zuzusehen. Weil zuzusehen heißt, du guckst ein paar Neonstreifen auf der Wand an. Ich triff mir, truffen beide. Ja, es hilft aber auch nicht, der ist trotzdem behindert wie ein Stück Brot. Der kann da nicht hin, weil er Auto stehen können. Doch egal. Warte, ich move den jetzt nochmal. Move den mal an der Wand einfach. Einfach hinter den Betondingsen hier, hier hin. Hier kannst du ihn am liebsten hier in die Ecke setzen. Der kann sich doch hier auf eine Leiche legen. Ich setze ihn hier in die Ecke. Ja, bleib sitzen. So. Nochmal alle auf Position, bitte. Okay, versuch nochmal. Boah, jetzt haben wir drei Leute. Ja, drei Leute haben Bretter. Aber das brauchen wir gar nicht. Ich hoffe nicht, nein. Wobei, sollten wir die vielleicht trotzdem anbringen? Fallen die auf? Nein, die könnten auffallen. Ich weiß es nicht, aber ich würde nichts riskieren, gerne. Okay, wenn wir die alle gemoved haben, ist ja egal. So, wie war es jetzt? Also. Sobald ich reingehe, sterben zwei Zivilisten. Also, beziehungsweise bis zu drei, die hinter dem Tresen. Ich kann die Kamera jetzt. Du machst so. Okay, ich kann warte. Sobald du sagst, dass ich losgehe, schieße ich sofort die Kamera. Also, sobald ich... Mach du erstmal dein Ding Fragezeichen? Und schieb mich da raus. Ja, alles gut. Sobald ich lossage, seid ihr da hinten bitte sofort im Raum, weil dann sterben wir hier Leute hinter dem Tresen. Oh. Und sollte ich... Warte. Alle rettig? Ja, und ich erschieße dann die Kamera. Du erschießt die Kamera und scheißt die Leute zu Boden. Ja. 3, 2, 1, los geht's. Ja, draußen ist einer. Ich hab den aber. So, den hast du. Ich hab die Kamera vor allen Dingen erschossen. Auch hier viele Leute noch. Ich kann keinen mehr fesseln. Wo? Im Hauptraum. Move zu schauen. Jeder sucht jetzt erstmal nach Zivilisten und Kameras, bitte. Ja, das Problem ist, der Zivi hier bewegt sich nicht. Und der andere Zivi liegt draußen. Warte, ich mach schon. Hol den, Junge, komm her. Alter, wohin läuft der denn? Am besten immer nur eine, wenn ihr zu viele nehmt, dann backt ihr. Ich hab auch nur eine. Man kann nur eine nehmen. Ja, man kann nur eine nehmen. Ja. Am besten ihr lauft ein bisschen weiter hinten in den Raum rein, dann passt das meistens. Ich weiß nicht, ob man die durch den mittleren Raum kriegt. Ja, da sind schon einige drin. Jetzt komm her. Komm her, Kerl. Wir können die auch hier hinpacken einfach, das geht auch. Die dürfen halt nur nicht von draußen zu sehen sein. Was mit der einen, die da so rumsteht? Der hier? Mhm. Ja, der bewegt sich wieder nicht. Irgendwie. Da läuft weiß ich nicht. Irgendwem noch eine Geisel hinterher. Kann die irgendwie nicht so richtig von mir überzeugen? Ich glaube, die Frau ist meine. Ja, gut. Ja. Komm her. Sehr schön. Komm hier hin. Sind da hinten im Büro alle gefesselt? Ja. Ja. Meine Güte, und ich habe noch Kabelbinder über. Ich habe auch noch drei Stück übrig. Ja, krass, oder? Mega nice. Sollen wir sicherheitshalber den Typen im Security-Raum auch ausschalten? Ja, ich würde dir, Alter, wir hätten jetzt meine Geisel hier runtergedrückt. Überverhalten, während du dann knackst. Ja, ich hab... Weil ich erschieß ihn sofort. Ich knack nicht, ich nehme Security-Guard-Binder. Ja, oder so. Ist mir auch egal, wie du drauf machst. Drück die mal auf den Boden. Was wird denn hier vorne? Die sind zu sehen von der Straße, ne? Mit welchem? Die hier überall liegen. Die sind rein theoretisch von der Straße aus sichtbar hier vorne, die im Gang. Weißt du? Wir werden ja eh nicht alle, ne? Hier nur. Ich nehme an. Ich weiß gar nicht, ob die zu sehen sind, weil ja, wenn du zum Beispiel dich hier drin aufhältst, können die Cops sich ja auch nicht finden. Ja. Ja, so. Wir ziehen die aus der Kacke hier. Wir legen euch alle um. Du legst die Tasche hin, Yoshi. Ja. Komm her. Thermalbohrer-Time. Den Thermalbohrer. Okay, dann übernimmt mal meine Bewegung. Ja, lauf einfach, wir machen hier. Ach, Thermalbohrer. Boah, Mann. Boah, hast du den jetzt schon? Ja, der liegt da doch schon. Den musst du noch aufbauen. Ach so. Nur noch aufbauen.
Jan, ich warte auf dein Signal. Okay, ich hole eben noch Security-Karte. Alle Geiseln raus? Okay. Okay, die eine liegt nur hinten. Hast du eine Schalke mit der automatische? Marcel? Nee. Ich kann auch noch mit draufziehen. Ja, dann lass ich kann, dann ich kann auch noch mal mit draufziehen. Headshot ist einfach das Effektivste, Leute. Du weißt nicht, wo das steht. Ja, das ist wohl wahr. So, das wird doch schon mal... eingerechnet? Das wird wichtig! Ja, da haben wir Glück, dass, da, da haben wir Glück, dass wir jetzt mal einen Pager hatten, ne? Nee, ich hab extra nachgeguckt. Nee, das war... Ich hab nachgeguckt. Okay. Wir haben ja eine Geisel, zwei Geisel noch hinten, ne? Die würde ich gerne gemoved kriegen von euch. Allen. Ja, die eine hole ich rein. Ich kümmere mich um die Bora. Ja. Du kümmerst dich nur um die Bora. Ihr beide move die Geiseln. Ich pack die Bodybags alle in den Manager-Raum. Mhm. Außerdem tüte ich die hinterm Tresen ein, weil ich es kann. Nur um hundertprozentig sicher zu gehen. Ja, Leute, ich weiß. Nicht, dass die Zuschauer noch ans Handy gehen, ne? Genau. Genau. Ich bin sowas von doppelt und dreifach sicher gegangen, ne? Ich habe extra ECM-Störsender platziert. Ich habe die Kamera sofort ausgeschaltet. Ich habe sofort die Tür. Du hast sogar noch einen Störsender, ne? Ja, ich habe noch einen. Ich habe ja immer zwei. Ja, können die Ausrufezeichen nicht wenigstens irgendeine andere Farbe kriegen? Ja, das grün wäre schön. Ja, grüne Ausrufezeichen. Nicht immer anschreien, lieber einfach weiterlaufen. Die folgen mir schon. Ja, manchmal. Manchmal nicht. Und manchmal erschießt man ihn wieder auch mal ein, weil der so scheiße ist. Weil der so scheiße ist. Moment, der so, ja. Wieder, so wie der von dir oder so. Weil das hier ist meiner. Das hier ist meiner. Das ist meiner. Der ist von mir mitgekommen, glaub es mir. Ich kann nämlich jetzt eine neue move und du nicht. Siehst du? Meiner. Nee, wenn du dann drückst, dann geht das nicht. Bei mir ging's nämlich. Doch egal. Hauptsache, ich hab echt... hat um mich gehört. Das war meiner. Alter, streiten wir uns um Geiseln. Mimi. Ey Leute, es tut mir komm, leid. Komm, wir teilen uns die Geiseln auf. Also bis hier, das sind alle immer meine. Ja? Hier, die hier. Die sehen am fittesten aus. Ey cool, die Cappy möchte ich haben. Darf ich mir die Cappy nehmen? Hey. Darf ich mir die Cappy nehmen? Nein? Warte, ich schieß mal kurz. Das muss man natürlich sagen, ist mit dem Patch einfacher geworden, dadurch, dass du die Geiseln bewegen kannst, ne? Wenn du erstmal eine Geisel draußen nimmst, die kannst du einfach, das halt kannst einfach so mit dem Patch machen. Ist ja auch logischer sonst, eigentlich, sonst war die einzige Option, erschießen, ein Typ. Okay, ich muss ganz ehrlich sagen, diese Aufnahme, die war am Anfang nicht spannend, in der Mitte ganz kurz spannend, ungefähr 30 Sekunden, und ist jetzt wieder nicht spannend. Es tut uns allen sehr, sehr leid, aber es macht auch... Was haltet ihr eigentlich von Massen-Teabaggen? Ja! Yoshi, du musst arbeiten. Ja, verdammt. Der ach, der hat sich selber repariert. Haha, geil. Der hat sich selber repariert. Der hat sich selber repariert. Ist das geil. Kann ich nicht. Ich schreie den Bohrer jetzt an. Ich schreie den Bohrer. Aber doch nicht mit Stay Still, du Hamster. Stay Down haut er raus. Jan, du bist online. Ja, schon die ganze Zeit. Nein, jetzt erst. Ich war ohne Spiel. Stay down! Stay down! Hey, warte mal. Hey, Knarrenparty! Apropos, warte. Ich glaube, der wäre etwas wackelig. Hey, jetzt kann ich nicht mehr schreien. Doch. Bargeld entschädigt mich nicht mal ansatzweise, ne? Bohr ich hier vorne noch die Dingens auf? Was? Nee. Lass einfach die Bretter. Oder? Nein, ja, nicht die Bretter anbringen, sondern die Geldscheinautomaten aufbrechen. Einen kann ich machen, aber ich würde die gerne am Ende, wenn dann machen, falls ein Ziel vorbeikommt und das sieht. Mhm. Der sich auch noch bedienen will. Ach so, genug abgespackt. Stay down, Bohrer! Okay, ich höre schon auf! Aber das Schöne ist, Marcel kann sich jetzt durch die Tür sägen, wobei, die kannst du auch nicht von Hand knacken, Jan, oder? Nein. Die kann ich nicht von Hand knacken. Hier ist schon auf. Ist auch. Und rein da. Ach, ist das schön. Jan oder Lukas nehmen auf. Ich nicht. Dann Jan. Was denn? Ach so, aufnehmen, ja. Ach so.
du sägst die ganze Geld ist schon keine mehr Cash raus. Richtig, kommt 30% mehr. Ich glaube, wir werden geil sein. Die machen nämlich Geräusche. Habt ihr das Gefühl, die dürfen. Ja, die sollten keine Geräusche machen. Du läufst wirklich auf den Geiseln. Du musst eigentlich unseren wegbringen. Ach, okay. Yoshi, ich habe eine Aufgabe für dich. Weißt du was? Guck mal, jetzt schwimme ich durch die Geiseln. Und zwar diese Taschen hier, die ich hier reinwerfe. Die kannst du schon mal hinter den Tresen packen. Hinter den Tresen bitte, so dass sie von außen nicht zu sehen sind. Oh ja. Aber wir müssen ja vorne wieder raus. Ich bade in Geiseln. Danach bade ich in Geld. Oh, die eine hat geschrien. Ja. Er schießt die gleich in die Nummer. Das war jetzt ein Typ. Bist du ein Mann oder bist du eine Pussy? Passiert denn doch nichts. Noch nicht. Also wenn die beim Zugriff, wenn die danach noch leben, dann passiert denn nichts. Bis auf der einen Schlampe beim Diamantengeschäft, die da ihr Handy ausgepackt hat. Ja, tut mir leid, aber die auch nicht nochmal. Das macht die nicht nochmal, die macht gar nichts mehr nochmal. Ich weiß nicht mal, ob die nochmal ihr Handy ziehen wird. Soll ich mal eine Stun-Granate werfen? Oh, ich habe keine Stun-Granaten. Ich habe eine normale, aber die tun es auch. Das wird teuer. Das Schlimme ist, ich mache damit noch nicht mal unser ganzes Geld zunichte. Ich glaube, wir kriegen immer noch was raus. Ja, mal sehen. Mensch, noch ein Sack. Oh, noch ein mögliche XP bei Abschluss. Schön, wir kriegen wieder einen Stealth-Bonus, ne? Das ist der Hammer. Für die Runde danach, ja. Jo, dann müssen wir den danach auch noch silent machen. Ja. Ob wir den dann weiterziehen, den Stealth-Bonus? Ich frag mich, ob der stackt gerade. Ja, eben. Ja, du kriegst wahrscheinlich einfach nur für den nächsten darauffolgenden wieder. Der verdoppelt sich ja nicht. Wahrscheinlich schon. Ja, es wäre geil, oder? Ich weiß nicht, ich hab ja letztens schon mal einen Bankrauf gemacht mit seinem. Und dann mache ich aus. Der hat nur 20% gegeben und nicht 30. Ah, falsche Taste gedrückt. Jetzt ich hier fast den Munitionsbeutel hingelegt. Stay down, all of you. Mir ist langweilig. Wenn ihr nur mehr schreit, dann spiele ich mit meiner Waffe rum. Steht auf dem Kopierer drauf. Ja, ich will jetzt mit Geiseln. Genau. Setz dich auf den Kopierer drauf und mach ein Foto von deinem Arsch. Ja, genau, ja, warte. Alle runter. Muss kopieren. Weißt du, du sagst... Wichtige Dokumente hier. Du sagst, du machst ein Foto von deinem Arsch und die Frau fängt an zu schreien. Oh, Gold! Oh, langsam tragen. Ja, ist doch scheißegal. Das interessiert uns die Traggeschwindigkeit, es geht nur ums Geld. Lalala. Oh, die kann man auch nicht so weit werfen. Ah, ich hab einen Bug. Ich hab die ganze Zeit noch den Sound vom Thermalbürger. Ich frag mich doch, was rattert denn hier so? Oh, nochmal Gold. Ich höre den Sound auch noch. Ist das normal? Eigentlich nicht. Kurios. Vielleicht geh nochmal durch, aber es dürfte alles weg sein. Ich guck gleich auch nochmal. Curious. Wenn ich das sehe, habe ich tatsächlich alles durch. Ach, mein Berger Kampfmesser. Stimmt. Yoshi? Ja? Wo bist du? Ich muss ja nochmal das Messer zeigen, aber Jan nimmt auf, oder? Joshi. Wissen du? Nimm's auf. Ja, ich nehm auf. Ja, aber wir müssen aus dem Geiselraum raus. Da mach ich, okay, komm, machen wir jetzt schlecht. Guck mal hier. Guck mal hier. Guck mal, ich kann sowas auch. Wenn man die Taste gedrückt hält, dann geht's schneller. Oder wenn man die hintereinander wieder drückt. Oh, Alter. Oh, bam. Aber ich kann die Taste schlecht gedrückt halten, weil das ist Mausrad auf bei mir. Das hält sich nicht so gut gedrückt. Weiß nicht, ist das auch gar nicht auffällig, so Taschen offen? Doch keiner da. Das ist normal. Scheiße, ich hab gar keine Tasche. Ich dachte, ich hätte nur eine gehabt. Warum hab ich keine Tasche gehabt? Das passiert manchmal, wenn du die gleiche aufnimmst wie jemand anders. Ja, das kann natürlich sein. Und dann kriegst du die gleiche. Wird sie dir nachher abgenommen. Ja, Frechheit, ey, Jan. Ja, ich nehme, glaube ich, von uns allen am schnellsten auf. So, ich habe die letzte. Dann kann ich jetzt die Geiseln umbringen.
Nein. Nein. Ich? Dann komm mal her. Ich mach jetzt hier noch was hin. Dann komm mal her. Ah nein! Du, Marcel, komm ran auf den Meter. Achso, ihr wolltet da was machen? Ihr könnt beide noch die Dinger knacken. Denk dran, ja, lass mich aufnehmen. Komm, stellen wir mal keine Ahnung. Irgendwas. Unten. Zitronenlimonade. Oh. So, hab ich. Gut, wahrscheinlich. Das ist nochmal über 50.000 gewesen. Ne? Sehr schön. So, diesmal steige ich auch hinten ein. Wie war das, Lukas? Das ist viel zu schwer. Das schaffen wir nicht. Ja, first try. Jawoll. Ach, schon nicht schlecht. So eine halbe Stunde gebraucht, meine ich weiß nicht. Ja, aber richtig, ja. Richtig gut gemacht. Alles klar, ja, wir danken dann fürs Zuschauen. Boah. Und, ja. Das Zaster, Alter. Vor allem möchte ich den EP-Bonus neu. Komm, ich zeig dir den Zuschauern aber noch, was für eine Karte ich ziehe. Das will ich noch sehen. Alter. Alter. Ich will mich jetzt nicht beschweren, aber so viel XP ist das nicht, ne? Nee, es geht. Ich steige immerhin noch ein Level. So. Ich auch. Was haben wir denn hier? Nimm mal noch da. Na? Was krieg ich? Ja. Was soll ich mit dem Gold? Waffenmod. Besser, größer. Besser, größer. Ja. Machst du dann noch was für die Lobby? Wer lang hat, ne? Kann lang hängen lassen. Genau. Danke fürs Zuschauen. Ciao. 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 Und so war's dann.